Hallo und willkommen bei Muskelwetter. Heute bin ich nochmal in etwas anderen Gefilden unterwegs. Heute schauen wir mal wieder über den Tellerrand. Wir haben heute einen Armagnac im Glas. Ich habe zu Armagnac überhaupt keinen Bezug und hatte auch eigentlich gar nicht vor, mir einen zu holen, aber der hat mich so angelacht. Und zwar kann ich euch auch erklären, warum. Der Dirk von Expedition Whisky hatte in mehreren Gruppen gefragt, ob ihn noch einer findet oder einer einen Shop kennt, wo er noch verfügbar ist. Und dann habe ich halt nachgefragt, so, ja, ich habe ihn in mehreren gesehen, warum ist er denn so spannend? Und dann hieß es, ja, 22 Jahre alt, fassstark, limitiert auf 142 Flaschen, reine Traubensorte und. Klang alles total spannend. Dann habe ich einen Shop gefunden, habe ihm den Link dann sofort geschickt und habe mir dann aber auch noch eine Flasche mitbestellt, zumal sie noch zum UVP vorhanden war und in den meisten anderen Shops restlos ausverkauft war. So, was haben wir heute? Wir haben einen Armagnac von Grape Diggers und zwar einen 1999 Domaine de Barallon, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Keine Ahnung. Das ist das Fass Nummer 22. Der Whisky ist 22 Jahre alt, 142 Flaschen, destilliert 1999, abgefüllt 2021 mit 48%. Und geil finde ich hinten den Satz. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. 100% without Bullshit. Natural Color, Non-Chill Filters, without Additives. So, Grape Diggers, wenn ich das richtig verstanden habe, ach, steht sogar drauf, Grape Diggers bei Wu-Dram Clan and Kirsch Import. Also haben sich Wu-Dram Clan und Kirsch Import zusammengetan, haben Grape Diggers ins Leben gerufen und haben hiermit eine ihrer ersten Abfüllungen auf den Markt gehauen. Ein Armagnac. So, jetzt muss ich ein bisschen ablesen. Der Whisky kommt aus dem Bas-Armagnac, der Region der französischen Gascogne, keine Ahnung, nach der Destillation zu 100% aus Vollblanc-Trauben erfolgte eine Reifung im Fass Nummer 22. Geil fand ich die Beschreibung der Tasting Notes. Also ich wollte nicht zu viel spoilern, aber ich habe es ein bisschen schon gelesen. Und da stand tatsächlich Brombeeren mit Aceton und Diesel. Geil. Ich weiß zwar nicht, wie Brombeeren in Diesel getaucht riechen, aber das finden wir gleich heraus. Ich habe auch keine Ahnung, ob das das richtige Glas ist, was ich hier benutze. Ich benutze jetzt einfach eins, das ich kenne und mit dem ich umgehen kann. Schön hier vorne auch mit einem Wachszeichen. Macht schon was her. Ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall was anderes. Also das erste, was mir in den Kopf schießt, ist Nagellackentferner. Der Nagellackentferner meiner Frau, der riecht ähnlich. Wenn man da einmal hinter ist, das geht zum Glück relativ schnell. Dann bin ich bei Ahoi Himbeerbrause. Und jetzt kommen so leichte Tabaknoten, so Tabakblätter. Aber so ganz leicht unterschwellig bleibt so eine, ja, Acetonnote, also ich glaube, das ist wirklich so ein Nagellackentferner. Also die erste Nase war krass, aber nachdem das verflogen ist und man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, riecht er eigentlich echt schön. Er hat so einen Hauch von Eiche in Kombination mit dieser Himbeerbrause. Könnten auch Brombeeren sein oder allgemein irgendwie so Waldbeeren.
aber so eine leichte Nagellacknote bleibt. Ich bin total neugierig. Zum Wohl. Gewöhnungsbedürftig. Also, ich bin ja nun mal eher der Whisky-Trinker und Armagnac ist, glaube ich, ein Weinbrand, ne? Und ich hatte jetzt noch nicht so viele Cognacs und Brandys, aber das geht tatsächlich mehr in so eine Richtung. Das muss man natürlich mögen. Also, der hat schon so diese tiefe, süße, sirupartige Note, die ich von einem Cognac kenne. Oder von einem Brandy kennen. Ich hatte, glaube ich, vor allem Brandy bis jetzt und nicht Cognac. Aber so in die Richtung geht da tatsächlich mehr. Und dahinter kommt dann die Waldfrucht, die Ledernote, die Tabaknote. Ein bisschen vielleicht auch sowas Karamelliges, aber ja, das geht mehr in Richtung Cognac. Der Alkohol steht ihm sehr gut. Ist auch nicht unangenehm, sondern schiebt den Geschmack im Prinzip noch nach vorne. Wenn man den Geschmack jetzt mögen würde, dann wäre das gut. Ich tue mich da gerade echt schwer mit. Also ich finde, die Nase wird immer besser. Der kriegt immer mehr Facetten, die ich kenne und die ich auch gerne mag. Also dieses Geschmacksprofil im Mund, da graut es mir schon ein bisschen vor dem zweiten Schluck. Ist gar nicht so böse gemeint, aber es ist einfach nicht so meins. Ich kann die Qualität des Getränks schon wertschätzen, aber mein Geschmack ist es nicht in erster Stelle. Also da würde ich, glaube ich, einen guten Whisky deutlich bevorzugen. Und wenn man so ein paar Sekunden mal nicht an dem Glas gerochen hat, sondern ein bisschen gequatscht hat, sich verzettelt hat oder was weiß ich nicht was, ne? Gerade wenn man den abends mit Freunden trinkt und sich unterhält und dann nochmal am Glas riecht, dann kommt halt volle Kanne diese Nagellacknote wieder durch. Also diese Nagellackentfernernote wieder durch. Ah, da muss man schon drauf stehen, ne? Also auf der Zunge ist der weicher und fruchtiger. Angenehm. Weil er so eine frische Fruchtigkeit mit reinbringt. Und erst beim Runterschlucken kriegt man diese, ja, ich sag jetzt mal, Brandy-Noten. Und die gefallen mir an der Stelle nicht. Sondern die zerstören die gute Nase, die man von ihm hatte. Ja, spannend. Also muss ich nicht jeden Tag haben. Muss ich auch nicht jeden zweiten Tag haben. Ich finde die reinen Fakten gut. Und überlegt, 48%, 142 Flaschen, Single Cask, 22 Jahre für 89,90 bei UVP. Dann sieht man, dass man gerade bei Armagnac noch an günstigere Produkte kommt, zu trotzdem einer guten Qualität. Und Armagnac hatte ja, glaube ich, schon die ein oder andere Hochphase, ist aber insgesamt einfach nie populär geworden, weil man damals einfach mehr Cognac getrunken hat. Und Armagnac eine Zeit lang, glaube ich, sehr verschrien war oder auch heute noch sehr verschrien ist, weil man als Cognac qualitativ teurer wurde, Armagnac als, ich sag mal, billiges Ersatzprodukt, glaube ich, getrunken hat, auch wenn die Qualität von Armagnac eigentlich damals sehr, sehr hoch gewesen ist. Aber als halt der Name Cognac und die Region Cognac bekannt geworden ist, sind die Leute massig auf Armagnac umgestiegen. Die Produktion ist hochgefahren worden, es ist sehr, sehr viel Armagnac konsumiert worden und dadurch hat die Qualität immer mehr nachgelassen und dann war es halt irgendwann so schlecht, dass man ja, Armagnac nicht mehr trinken wollte und dadurch ist, glaube ich, der Fokus von Armagnac komplett weggegangen. Seit ein paar Jahren erfährt es wieder so einen leichten Hype und also, was heißt Hype, ne? Aber die Nachfrage wird wieder größer, gerade
Wenn jetzt die Märkte von Whisky und Rum immer teurer werden, hat man hier eine fast gelagerte Spirituose, die man noch im bezahlbaren Rahmen hat. Meine wird sie nicht werden, aber ich kann jeden verstehen, der sagt auch, ja, geht schon. So, schreibt mir mal in die Kommentare, wie findet ihr Armagnac? Mögt ihr Armagnac? Liege ich hier komplett falsch? Geht das eher in eine andere Richtung? Also ich verbinde es eher mit Brandy oder Cognac. Sagt ihr, nee, das ist kompletter Bullshit, das ist was komplett anderes. Oder sagt ihr auch, ja, in die Richtung geht das und so typische Cognac-Noten habe ich auch und was sind eigentlich typische Cognac-Noten? Etc. etc. Ich muss gestehen, mit der Spirituose als solche kenne ich mich nicht sonderlich gut aus. So, wenn ihr fleißig kommentiert habt, dann haut bitte auch gerne auf den Like-Button. Drückt auf Abonnieren, hakt die Glocke an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.